Was geht? Ich bin's, Bösemann. Und es gibt Neuigkeiten aus der Pedo-Netzwerkszene im Deutschrap. Pedo G hat es tatsächlich gemacht. Er hat sich vor die Kamera gesetzt und hat und hat sich auf gut Deutsch gesagt selber gefickt. Aber darin ist er ja sehr gut, das kann er. Wenn er was kann, dann ist es das. Ne? Und ich muss auch ehrlich sagen, viele sagen auch irgendwelche Rapper so aus der Szene, ja, das macht doch nichts, das ist doch nicht schlimm und da kann er ja machen und also sich selber ficken, meine ich. Aber ich sage, nein, das macht man nicht. Ein Mann macht das nicht. Ja, diese Dinger, die er sich in den Arsch reinrammt, ja, die sind eigentlich für Frauen gedacht und nicht eigentlich, aber egal jetzt, lass mal das auf Seite. Das ist vollkommen jetzt erstmal irrelevant. So wie viele gesagt haben immer, böse Mann ist irrelevant. Ja, die natürlich heute ihre Meinung komplett geändert haben. Die sagen, nein, Entschuldigung, böse Mann. So, da sitzt er also, unser Pedo G, ja, und macht und zieht über jeden her, beleidigt jeden aufs Übelste, wenn man das so sagen kann, dafür, dass man Pedos kritisiert oder Pedos ablehnt. Ja, das ist der Grund gewesen. Er stellt es natürlich anders dar. Er sagt, böse Mann hat einen Hass im Herzen wegen dem verlorenen Boxkampf. Zum Beispiel. Ja. Memo Rapcheck hat einen Hass im Herzen, weil wir seinen Kanal ihm weggestrikt haben. Mhm. Belasch hat einen Hass im Herzen, weil ich ihm, also er, nicht ich, sondern der Pedo G, hat ihm anscheinend die Hauptrolle in irgendeiner Netflix-Serie weggenommen. Weggenommen hat er ihm wahrscheinlich nichts. Es wurde halt so entschieden von anderen Leuten. Genau. Aber ist ja egal. So. Und so weiter und so fort. Also, mit diesen Sachen begründet Pedo G, warum wir ihn ablehnen oder gegen ihn sind. Ich rede jetzt erstmal nur für mich. Ich habe einen Hass im Herzen gegen dich, weil du ein Pedo bist. Ganz einfach. Ja. Und das mit dem Boxkampf. Ja. Du hast 2 Wochen trainiert, hast du gesagt, darauf, ich habe überhaupt gar nicht trainiert. Und ich habe auch die Nacht gar nicht gepennt, darüber, wir waren unterwegs. So. Und du hast diesen Kampf, man muss die Sache beim Namen nennen. Und du hast diesen Kampf auch nur gewonnen, weil ich mir die Sehne gerissen habe. So, aber lassen wir mal das auf Seite. Ja, trotzdem hast du es nicht geschafft, 5 Runden lang einen mit gerissener Sehne, der gar nicht trainiert hat, auf den Boden zu kriegen. Ja, ist aber egal. Lass mal das auch mal auf Seite. Weil, ich sag dir noch eins. Mal kurz, um beim Kampf zu bleiben. Das Letzte, was ich machen werde, ist mit einem Pedo in den Ring steigen auf Fairplay. Das ist das Allerletzte, was kommt. Das mache ich nicht. Nein, du willst Straße sein? Dann will ich mal sehen, wie viel Straße du bist. Wenn wir das Ding auf der Straße austragen. Ja? Ganz einfach. Besser bis. Und erinnere dich zurück, du warst bei mir hier in Nagold, du hast einen Podcast darüber gedreht. Erinnere dich zurück, mein lieber Pedo G. Du hast dich bei mir bedankt, dass ich dem Kampf damals doch zugestimmt habe. Weil hätte ich es nicht getan, dann wärst du versunken in dem ganzen Dreck. So, nur so viel zu dem. Ja? Und ich brauche auch deinen Scheiß nicht. Und noch was, weil du gesagt hast, du hast auf Platzax reagiert und sonst irgendwas. Oder du hast mich Fame gemacht, weil du auf meine Platzax reagiert. Platzax-Sendung. Meine Platzax-Sendung, Kamerad. Ja? Meine Platzax-Sendung hat in den ersten 2 Tagen zwischen 30 und 40k Aufrufe. Okay, da brauche ich einen Pedo G nicht dafür. Habe ich auch noch nie gebraucht. Guckt euch mal die Folgen an, der sie noch nicht gesehen hat. Kann es gerne machen. So, die Platzax-Folge mit dir übrigens, mit dem Pedo, ist natürlich weg. Ja, sowas hat auf meiner Seite nichts verloren. Auf meinem Kanal hat sowas nichts verloren. So,
Ja, du hast reagiert. Aber wenn man sich die Klickzahlen anguckt, du hast damit Klicks abgestaubt. Ne? Reaktionen auf meine Platzangst-Sendungen von dir haben größtenteils mehr Aufrufe wie andere Sachen, über die du reacted hast. Also, was? Wovon reden wir hier gerade? Wovon redest du überhaupt? Warum redest du überhaupt? Wieso redest du? Und hier möchte ich unbedingt noch einen Applaus an seine Unterstützer und Supporter loswerden. Die haben es tatsächlich geschafft, einem Pedo zu verhelfen, wieder an die Öffentlichkeit zu kommen und wieder Kontakt mit Kindern und allen möglichen zu haben. Ja, muss man hier sagen. Das muss ich hier dazu sagen. So, guckt man sich aber jetzt nochmal genau an, mit wem dieser Pedo G es zu tun hat oder wer seine Unterstützer sind. Da wird einem schnell klar, dass die eigentlich schon richtig Gleichgesinnte sind, also auch mental, dass die gleiche Vorlieben haben, auch Kids, ne, Kinder, ja, und so weiter. Es ist ganz schlimm. Es ist eigentlich ganz schlimm. Und als ob das alles nicht genug ist, ja, beschwert sich Pedo G plötzlich, dass böse Mann ein Krimineller ist. Ein skrupelloser Zuhälter, der Frauen anschaffen schickt und keine Ahnung. Ein Mörder, ein, keine Ahnung, was er da noch alles von sich gegeben hat. Guck mal, Pedo G, wir leben hier immer noch in Deutschland und in Deutschland gelten immer noch deutsche Gesetze und deutsches Recht. Okay, so. Und hier in Deutschland schickt man eine Frau nicht einfach so mal anschaffen. Hm? Ich weiß nicht, ob das wird bei euch wahrscheinlich da, wo du herkommst, auch nicht funktionieren. Ja? Ja. Wenn jetzt irgendwelche Rumänenbanden irgendwelche Frauen im Griff haben und die von da runter, das ist eine andere Sache. Da, aber hier in Deutschland schickt man eine deutsche Frau nicht einfach mal so anschaffen. Oder eine, die hier aufgewachsen ist oder hier. Ich will auch gar nicht weiter auf dieses Ding eigentlich eingehen. Ja. So, ein Pedo G, natürlich ein Pedo, ja, wundert sich, dass jetzt hier ein böser Mann irgendwie kriminell ist. Oder war. Ich war es nochmal. Leute, das, was war, das war. Das ist Geschichte. Ich bin aus dieser Unterwelt bin ich auch, jetzt seit ich hier in diesem Rap-Gedüns hier bin, in diesem Internet-Scheiß, bin ich jetzt hier auch. Also seit 2 Jahren sozusagen, genau. Sein Busenfreund Flair, der übrigens mit Karotten penetriert wurde. Ja, wer mir das gesagt hat? Dein Freund Pedo G hat mir das gesagt. Der hat mir das gesagt. Da war er hier bei mir in Nagold. Wir waren hier vor meinem Haus oder vor meiner Villa. Und da habe ich das Ding angesprochen, habe gesagt, was ist mit dem, was stimmt mit dem nicht? Dann hat der Pedo G gesagt, der wurde tatsächlich mit Karotten penetriert und zwar mit tiefgefrorenen. Das waren tiefgefrorene Karotten. Ja, das hat er mir so gesagt. Ich habe das ehrlich gesagt immer für mich behalten. Und ja, das waren tiefgefrorene Karotten. So, jetzt habt ihr ein Detail mehr, was vorher noch niemand wusste. Und ich habe das nicht aus den Fingern herbeigezogen oder der hat es gesagt, habe es von dem oder dem gehört. Nein, das hat mir Pedo G selber gesagt hier vor meinem Haus. Und da waren noch andere Leute dabei, die das auch gehört haben. Ja, so viel dazu. Ja. Und da sind wir ja auch schon beim nächsten, beim Pfandflaschensammler. Der Pfandflaschensammler, der hier übelst krasse Welle macht, aus 6.000, 7.000 Kilometer Entfernung. Okay. Da ist jetzt letztens, ich habe das bei Georg TV gesehen. Ja. Übrigens, so ein junger Mann ist das, der hier auch Content macht und sich auch nicht beeindrucken lässt durch Angebote von diesen Leuten, weil ich sage nochmal, die sind gerade drauf und dran, hier versuchen, YouTuber zu mobilisieren. Und für sich zu gewinnen, machen den Versprechen so auf die Art, ja, wir geben dir Reichweite, wir supporten dich, wir machen dies, wir machen das. So, damit versuchen die gerade YouTuber auf ihre Seite zu bringen, damit die positiv über die berichten. Dieser Georg TV, der gehört nicht dazu, feiere ich, finde ich gut, er macht sein Ding, er macht das sauber. Ich habe bei ihm letztens was gesehen, weil er macht doch kurze und knackige Reportagen. Hat wohl der Pfandflaschensammler, ja, der hat tatsächlich irgendwie mal über seine pädophilen Neigungen gerappt. Ja, das gucken wir uns mal kurz an.
Ja. Krankheiten, Digga. Es geht um Mock. Und ich glaube, der eine oder andere kennt ihn, ja, Mock Highlights, es gibt einen YouTube-Kanal darüber, er macht auf Twitch halt seine Streams, hat eine gewisse Zuschaueranzahl, die Streams werden auch... Wer guckt diesem Pfandflaschensammler zu überhaupt? Was hat denn der überhaupt zu sagen? Gerne geschaut, warum auch immer, Digga, man sieht nur seine Stirn, er hat nicht mal die Kamera richtig gut positioniert. Als ob der das nicht war, die ganzen letzten Wochen, der so gelabert hat. Aber das ist nicht unser Punkt. Das am Schluss war gut, der Furz, genau. Der Punkt ist der, ich habe eine gute Freundin, die nennt sich Shirin, die hat ein Video gemacht und ausgepackt, ja, dass der liebe Mock auch herrlich Neigungen zu hat. Und jetzt wird es extrem dreckig, Freunde, also dranbleiben und hören wir uns mal gemeinsam das Video an. Ich habe sie übrigens gefragt und darf das Ganze auch verwenden. Wir haben diese wie Sand am Meer und heute schauen wir uns mal Mock an. Er hat einen Song gemacht, einen Song, gehen wir mal drauf ab. Und zwar hat er einen Song kreiert. Hat er sich den Song selber gegönnt, gewidmet. Am Hurensohn 2000 hat er den rausgebracht. Erstens mal möchte ich Props geben an Shirin. Klasse Arbeit, dass du hier versuchst auch zu recherchieren und neue Sachen rauszupacken. Das ist extrem wichtig. Ein Abonnent hat mich auf dieses Video aufmerksam gemacht und hat gesagt, das kannst du vielleicht in dem Thema einbauen. Mache ich auch gerade. Ja, was soll ich sagen? Dieser Mock hat ein Lied rausgebracht 2002 namens, Digga, wie kreativ. Und ihr müsst euch vorstellen, dieser Mock, der ist mir schon mehrmals aufgefallen. Speziell, weil er die ganze Zeit Videos gegen Bösemann macht, ja. Bösemann sei ein Clown, Bösemann sei dies, das, Ananas. Und er ist halt komplett auf die Seite von Sinan G und Ru. Da hat er ja letztens wieder irgendwas gesagt, ich bin ein Lügner, weil ich da was über seinen Vater und über Leute, die ihn besucht haben. Aber dazu auch gleich. Bruce und die ganzen, ja. Ich habe mir auch zum Beispiel die letzte Story von ihm angesehen, da hat er sich bedankt an Flair, Schmotz, Patrick Star, Schmotz und Sinan G oder Sinan P, weil sie ihm komplett... Pedo G. Bleiben wir bei Pedo G. Das passt wie Faust aufs Auge. Genau. Und das G steht für Guratz. Komplettes Studio da aufgebaut haben. Sie haben ihm ein Mikrofon geholt, Laptop, dies, das, Ananas. Sie haben ihn halt natürlich ausgestattet, damit er sie... unterstützt in seinen Streams und ihr wisst schon, ne? Also doch so, wie ich gesagt habe, dass sie ihm das Equipment gestellt haben, dass die den aufbauen, ja. Aber das hat dann bestätigt, ne? Hier, der Pfandflaschensammler. Dann, wir hören mal rein, oder? Für den einen oder anderen, der gerade das sich angehört hat, ich weiß, die Qualität ist miserabel und vielleicht hat man es gerade nicht gut verstanden. Deshalb wird Shirin jetzt den Part rausnehmen und euch vorlesen, was der liebe Mock da vorgerappt hat. Oder vorgesungen hat, Digga. Ich weiß, ob das Musik war. So, ich würde sagen, wir lesen noch mal nach. Vielleicht haben wir uns ja verhört oder so, ne? Die Schlampe ist erst 10, für uns viel zu klein. Um uns einzulutschen, musst du 12 sein. Jack! Ist das künstlerische Freiheit? Das ist für mich irgendwie kein Zufall, dass der Typ mit Sinan P befreundet ist, mit Roos befreundet ist, mit dem Patrick Star. Hören wir uns mal das Rest dieses Videos an. Oder ist das Verherrlichung der Pädophilie? Sollten Pedo-Rapper wie Sinan, wie Mock, sollten die überhaupt... Wenn man sich das hier anschaut, da diese Aufmachung... Ja, von der Seite, da sieht man tatsächlich, dass das identisch, da sieht man, dass es identisch ist mit der Aufmachung von Pedo G seinem Kanal. Also da ist derselbe dran. Das heißt, das ist der Marc, der das macht. Auch ein Pedo-Unterstützer. An dieser Stelle Applaus, auch an dich, Pedo-Unterstützer. Auf Kids losgelassen werden? Oder gehören die für immer weggesperrt? Gehören die für immer weg. Danke nochmal, Shirin, für deine Arbeit und auch für das... So, das ist die Sache gewesen mit dem Pfandflaschensammler. Ja. Den Namen habe ich ihm übrigens nicht gegeben. Ich habe diesen Typen auch nie wirklich beleidigt, noch nie. Ich erzähle euch jetzt mal, was der Sache ist jetzt mit dem Pfandflaschen-Pedosammler. Der hat mal... Vor einem Jahr hat er mal, aus irgendeinem Grund hat er mich irgendwie beleidigt. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Ja, also es ging schon richtig ekelhaft zur Sache. Ich habe erstmal nicht drauf reagiert und so und dann hat er da weitergemacht irgendwie. Ja?
Ich glaube, das war, weil ich mit Farid Bang irgendwie den mal angegangen bin. Ne? Aber so viel ich weiß, so wie ich das dann mitbekomme, aber ich wusste ja nicht, wer das ist, ich habe mich dann schlau gemacht. Und so wie ich dann mitbekommen habe, hat er ja mit dem selber, hat er von ihm selber gefühlt 30 Jahre lang die Mutter, Vater und alles komplett beleidigt bekommen. Also eigentlich unverständlich, ich verstehe das nicht, also keine Ahnung, ne? Egal. Auf jeden Fall hat er gedacht, er kann mit mir auch diese Faxen machen, die sie da untereinander gemacht haben. Und ich war da noch frisch in der Szene, so vor einem Jahr, ich habe das alles noch nicht so richtig verstanden und habe gedacht, Alter, wer zum Schwanz ist dieser Typ, der einfach denkt, er kann hier meine Mutter beleidigen. So, ne? War mein Ding. So, habe mich dann schlau gemacht, ich habe telefoniert, habe dann in Berlin, es hieß, er ist in Berlin, habe dann dort angerufen, bei jemanden und der hat mir dann gesagt, nee, der ist schon lange nicht mehr da. Der wurde abgeschoben. Irgendwie, keine Ahnung, Schulden, weiß der Teufel was, weiß ich nicht, was der gemacht hat. Naja, was auch immer der gemacht hat, war eine gute Entscheidung auf jeden Fall. Ja? Gute Entscheidung, ihn abzuschieben. So. Und ja, wo ist der jetzt, habe ich gesagt. Und dann sagt er zu mir, der ist in der Türkei unten. Da habe ich gesagt, okay, danke dir für die Info, alles gut. Und auch kein Problem. So, hab dann einen Anruf in der Türkei gestartet. Und dann haben die Leute, die ich dann sozusagen da unten aktiviert habe, die haben 40 oder 45 Minuten gebraucht, um den zu finden, um ihn ausfindig zu machen. So. Also 6.000 oder 7.000 Kilometer hier von mir entfernt. So, diese Leute. Oder dieser eine Mann, der Serdar, der ihn ausfindig gemacht hat, der wollte eine Strafe verhängen von 100.000 Euro. Oder das habe ich eigentlich erst im Nachhinein dann so erfahren, was der Sache war, weil ich wurde dann angerufen. Ich wurde angerufen und es hieß, guck mal, der Serdar hat gerade mit dem Vater oder der Vater hat den Serdar kontaktiert, Vater von diesem Pfandflaschensammler, hat den kontaktiert und hat ihn gebeten, nicht ihn bitte zu verschonen. Ja. Was definitiv ein Wortlaut von meinem Mann, der mich da angerufen hat und hat gesagt, der Vater hat gemeint zu ihm, zum Serdar, er hat keine, du willst von ihm 100.000 Euro Strafe, der hat keine 100 Lira in der Tasche. Der ist ein Katschak im Wald, auf der Flucht, ständig auf der Flucht vor irgendwelchen Leuten, die den ficken wollen. So. Und dann wurde ich angerufen und hat man mir das so gesagt, dass hier eine Konversation stattgefunden hat. Das ist eigentlich nicht zum Lachen, weil es war knapp. Es war sehr, sehr knapp. Das war sehr knapp. Und der Serdar, ja, und ich rede hier nicht von irgendeinem Serdar, von einem Serdar Saral, okay, der hat dann gesagt, ja gut, dann zu meinem Mann hat er gesagt, gut, dann ruf den Bösen nochmal an und frag ihm, was wir machen sollen, ob wir jetzt den begraben sollen oder nicht. Ne? Und dann habe ich gesagt, nein, das machen wir nicht. Nein, ich habe mit diesem Pfandflaschensammler weder Geschäfte gemacht, noch ging es hier um einen Scam, also dass er mich im Geschäfte bei Geschäften so betrogen hat, hintergangen hat, mich beklaut hat oder sonst irgendwas. Ja, verstehst du, wie ich meine? Das ist irgendwie eine Rap-Szene. Ja? Sage ich zu meinem Mann und sage ihm dazu, das macht das nicht. Der soll sich entschuldigen und dann ist die Sache erledigt. Der soll sich entschuldigen, dann ist die Sache für mich erledigt, fertig. So, das war das Ding. Das war die Sache. Ne? Dieses Entschuldigungsvideo, das können wir uns gerne mal angucken. Ja? Eigentlich, ich sage euch, wie es ist, ist sowas eigentlich nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Ne? Aber ich lasse mich nicht gerne als Lügner betiteln. Ich bin kein Lügner. Das mache ich nicht. Lügen ist was ganz Unterschwelliges. Ich glaube, das Unterschwelligste. Und ich hasse es auch, ich sage euch noch was. Ich hasse es auch, wenn man mich anlügt. Ja? Weil ich fühle mich da richtig gedemütigt. Ich fühle mich richtig gedemütigt. Ja? Also Lügen ist für mich wie so eine Art Verrat. Sowas geht in die Verratsrichtung. Okay? Ich habe auch nicht nötig zu lügen, warum soll ich auch lügen? Wieso denn? So Leute, kurzes Statement zu der Sache mit Bösemann und mir. Also auf jeden Fall danke erstmal an Bösemann und an Dennis
und dann Serdar aus der Türkei, dass wir die Sache hier aus der Welt schaffen können. Es gab halt ein paar Missverständnisse, die Leute haben Fitna gemacht und wie gesagt, es tut mir leid, wenn ich böse Mann beleidigt habe. Es war nicht meine Absicht gewesen, aber Internet ist halt abgefuckt so. Die Leute probieren die ganze Zeit nur Stress zu machen, böses Blut zu streuen so. Ich hoffe sehr, er macht sein Ding, ja, und wie gesagt, kein böses Blut und ist alles okay von meiner Seite aus. Und er ist auch nicht hinter die Gürtellinie gegangen. Gab es halt so ein paar hitzige, witzige Videos so. Ich habe da halt auch ein paar hitzige Sachen gemacht und wie gesagt, es tut mir leid und ja, ich hoffe, damit ist die Sache erledigt. Anscheinend für ihn noch nicht so ganz erledigt. Ja. Aber wie gesagt, dieser Pfandflaschensammler, der, da sieht man ja auch, wie viel Ehre dieser Typ hat, ne? Mit sich. Hauptsache, der kriegt ja irgendwie eine Kamera und ein Mikrofon und einen Laptop. Und dann ist er auch bereit, so die ganzen dreckigsten Demütigungen, die er von diesen Leuten, von denen er jetzt das Equipment bekommen hat, ist er auch bereit, hier das dann auch alles zu vergessen. So. Warum er jetzt wieder dicke Eier hat, warum er jetzt plötzlich Eier bekommen hat, ist ganz einfach. Der Serdar, der sitzt, wurde inhaftiert und mit ihm seine eigene Gruppe sozusagen. Also die mit ihm waren. Ne? Also nicht das komplette Ding, sondern jeder von denen hatte ja so seine Anhänger und seine Gruppe und die sitzen alle. So. Und deswegen denkt jetzt dieser Pfandflaschensammler, dass er jetzt in Sicherheit ist. Dass du dich da mal nicht täuscht, mein Lieber. Dass du dich da mal nicht täuscht. Hm? Täuscht euch mal alle nicht. Alle in diesem Pedo-Netzwerk, die sich da tümmeln. So viel von mir, was diesen ganzen Schwachsinn hier angeht, dieses Comeback von Pedro G, was eigentlich, also, guck mal, ich glaube, es wäre für den Pedro glimpflicher ausgegangen, hätte er sich nach einem Jahr vor die Kamera gesetzt, hätte sich bei allen entschuldigt, die er angelogen hat, mich. Ja? Ich habe bei dem ganzen Blödsinn nur mitgemacht, weil wir dem geglaubt haben. Und du kannst nicht die Verbrechen, die ich gemacht habe, unter deinen Pedoneigungen stellen. Das funktioniert nicht. Ja? Natürlich, ich war in kriminellen Kreisen. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich aus ziemlich allen Milieus komme. Ja? Da, wo ich mich bewegt habe, ja, da waren so, das sind meinesgleichen. Es gab da niemanden, der, ich sage jetzt mal, nicht unschuldig war. Ja? Ich bin kein Unschuldslamm, selbstverständlich nicht. Nochmal, ich bin auch kein Chorknabe, auch keine Moralapostel, okay? Ich bin meinen Weg gegangen und hab diesen Weg verlassen, den ich über 30 Jahre lang gegangen bin, okay? Und da, wo ich mich bewegt habe, wirst du keinen finden, der ein schlechtes Wort über mich verliert, okay? Gibt's nicht, nein. Ja, jetzt bin ich hier in so einer Pedo-Szene gelandet und muss mir dann sowas anhören von so einem Pfandflaschensammler, von einem Pedo und von was weiß ich, irgendwelchen Spasten, ja, die denken, das ist ja hier alles, das ist ja bloß so eine Rap-Szene, da kann man sich das erlauben, ja, weil die ganzen Mainstream-Rapper, die gönnen sich das ja auch, diese Rumbeleidigerei und was weiß ich was, dieses Rumding. Ja, so. Und jeder, der jetzt sagt, du hast doch auch beleidigt, natürlich habe ich beleidigt, aber wen habe ich denn beleidigt? Guck doch mal nach, wen ich beleidigt habe. Ja, und dann denkt man ein bisschen drüber nach. So, und noch was, weil der Pedro G, ja, sich jetzt immer noch oder wieder so als Krimineller sozusagen dargestellt hat. Jetzt will ich euch mal was erzählen. Ja? Weil er hat ja letztens was rausgehauen, er ist nochmal in eine Bank rein und Bankraub und keine Ahnung, bla 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 bla, halt deine Fresse. Pass auf. Ich sage euch mal was. Der Pedro G hat einen Kiosk überfallen. Nee, nicht überfallen. Pedro G, ja, ist eingebrochen in einem Kiosk. Dreimal hintereinander in demselben Kiosk ist er eingebrochen. Jetzt hat der Kioskbesitzer,
Ja? Der hat sich mal auf die Lauer gestellt. Na klar, die Bullen, die machen ja nichts. Ja, was sollen die machen? Ja, Handschuhe oder geht mal rein. Aber was gibt's in dem Kiosk zu klauen? Ja? Aber egal, der ist da rein. Weiß ich nicht, vielleicht hat er Kaugummis geklaut oder keine Ahnung. Ist ja auch egal. So. War dreimal schon drin. Okay. Und beim vierten Mal hat der Kioskbesitzer, hat er sich auf die Lauer gelegt und hat einfach nur gewartet, bis sich da jemand an den Kiosk ranmacht. Und hat den Pedo-G in Flagranti erwischt, wie es so schön heißt. Also auf frischer Tat ertappt. So, was hat er gemacht? Der hat keine Bullen geholt oder sonst was? Nein. Der hat den genommen, in seinen Keller gesperrt und hat den tagelang misshandelt. Das hat er gemacht. Ja? Tagelang hat er den misshandelt. Der hat den gefoltert, der hat den geklatscht. Ja? Woher ich das weiß? Ihr wollt wissen, woher ich das weiß? Guck mal, ich sage euch was. Ich habe das aus erster Hand. Ja? Diese Sache habe ich aus erster Hand. Das sind eure Gangster-Rapper. Liebe Deutschrap-Bubble, das sind eure krassen Gangster-Rapper. Ich find's lustig. Also er wurde auf jeden Fall penetriert vom Allerfeinsten, tagelang und erzählt dir irgendeinen Scheiß oder will uns hier irgendeinen Blödsinn weiß machen. Pass auf, es gibt noch eine ganz, ganz schmutzige Sache, die da am Laufen ist. Es gibt noch eine ganz, ganz, ganz schmutzige Sache. Ja, und zwar handelt es sich da um die Mutter von ihm. Ja, ja. Aber ich will das nicht auspacken mit der Mutter. Ich will das nicht auspacken. Das will ich nicht auspacken. Ich habe da Sachen bekommen. Ich will das nicht auspacken. Guck mal, Plagos, ich sage euch jetzt mal was. Ich habe lange Zeit gebraucht, um erstmal mich hier, wo ich mich jetzt gerade bewege, so irgendwie irgendwie anzukommen. Das hat sehr, sehr lange gedauert, weil bin nicht klargekommen mit dem, was da passiert. So, weißt du, dass irgendwelche Pfandflaschensammler oder irgendwelche Leute aus, bloß weil die jetzt von irgendjemanden irgendwas versprochen bekommen, dann sich keine Ahnung übelst auf mich auslassen, so, weißt du? Und dann ungestraft davonkommen. Weil da, wo ich mich bewegt habe, da gibt's sowas nicht. Ich kannte das nicht. Ich kannte das ehrlich gesagt so nicht. Ne? Gestern ist ja das Wort zum Sonntag ausgefallen. Okay. Ich habe mir ein paar Tage Auszeit gegönnt und ich habe wirklich ein bisschen drüber nachgedacht, ob ich jetzt mal hier einen Rundumschlag mache. Ja? Also jetzt nicht hier so internetmäßig, sondern richtig. Das war es jetzt erstmal von mir aus, was diesen Pedo-Netzwerk in der Deutschrap-Szene betrifft. Okay. Ich würde auch gerne noch mal kurzen Applaus an alle geben, die ihre Schnauze halten, weiterhin ihre Schnauze halten, die sich dazu nicht äußern. Ne? Und Schweigen ist manchmal auch Unterstützen. In dem Fall ist Schweigen Unterstützen. Alle, die schweigen, unterstützen Pedo-G und sein Pedo-Netzwerk. Es ist alles wirklich sehr, sehr ekelhaft, das ganze Ding. Und wie gesagt, ich bin wirklich einer, den man an einer Hand abzählen kann, der sich da so ein bisschen dagegen tut, dem das nicht passt, dass ein Pedo nach wie vor in der Öffentlichkeit steht, ohne sich reflektiert zu haben, ohne sich professionelle Hilfe geholt zu haben. Und nach wie vor möglicherweise mit Kids oder mit Kindern, mit Minderjährigen sich im Internet unterhält, und ich will da gar nicht weiterdenken, okay? Es ist alles sehr, sehr ekelhaft und düster, muss ich sagen. Ne?
Und für mich auch was Neues, ganz klar. Für mich ist das, was ich hier erlebe, komplett was Neues. Dafür gibt es was Schönes, was ich heute Schönes erleben durfte. Und zwar wurde ich von meinem Dealer, also von meinem Datteldealer, überrascht, was ich sehr schön fand auf jeden Fall. Da kam ein Paket an. Ich wusste nichts. Wie gesagt, es war eine Überraschung. Will ich mal zeigen? Ja. Ja. Das hier kam heute von meinem Datteldealer. Ja. Und ich zeige euch mal, was drin ist. Ja. 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 Geil, oder? Guck mal. Also, ich muss sagen, mein Datteldealer weiß, was mein Herz liebt. Okay? An dieser Stelle nochmal danke an, an meinen Dealer. Und das Ding ist echt auf jeden Fall, ne? Nur zur Info. Das Ding ist, das ist was Feines. Ich liebe es jetzt schon. Genau. Danke nochmal an meinen Datteldealer. Und wer seinen Dealer noch nicht gewechselt hat, der sollte auf jeden Fall zu datteldealer.de. Wie gesagt, nur beim Datteldealer gibt's das. Und ich sage euch noch was. Einer, der mal den Stoff vom Datteldealer probiert hat, ja, der wird süchtig. Und du rufst die Bullerei. Nicht zu stückeln mit der Axt, du stich her wie Butterfly. Komm, wir sind